oder wie die Wissenschaft in Dreierpotenzen, also zum Beispiel Milli, Mikro, Nano, Pico, also als Millitausendstel, dann ein Millionstel, ein Milliardstel und so weiter, sondern die rechnen in Viererpotenzschritten. Die haben wieder japanische Namen und da kommt also sofort eine endlose Verwirrung heraus. Auch natürlich der Unterschied zwischen Billion im Englischen, das Milliarde heißt, und Billion, was bei uns um 3 Zehnerpotenzen wieder mehr bedeutet. Bei uns heißt Billion, ist das, was die Engländer die Amerikaner als Billion bezeichnen, ist bei uns die Milliarde. Genau, die Billion bei uns ist die. Und die Billion ist so. Ja, die ist wieder um 3 Zehnerpotenzen höher. Ja, also aufgrund dieser Verwirrungen, glauben Sie, und auch natürlich die Messungen selbst, die dann nur punktuell vorgenommen werden und zum Teil falsche Tatsachen vorspielen, kam wahrscheinlich dieser falsche Messwert hoffentlich zustande? Möglicherweise. Es ist ja auch eines gewesen. Also das hat mich immer irritiert. Man hat immer angegeben Millisievert. Und Sievert ist eine Dosis und die Dosis muss sie immer auf eine Zeit beziehen. Also ich muss sagen, Millisievert pro Stunde oder pro Tag oder pro Jahr, aber Millisievert allein ist gar nichts. Ne? Mit dem kann man nichts anfangen. Also auch sowas ist natürlich möglich, dass man da jetzt Millisievert gesagt hat und der eine denkt sich, na, das heißt wahrscheinlich pro Stunde, der andere hat sich gedacht, das heißt wahrscheinlich pro Tag und dann ist es nur mehr ein 24stel. Also auch solche Fehler in der Angabe und deren unterschiedliche Interpretation können natürlich gewaltige Unterschiede hervorbringen. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass die Vorsichtigen zu Recht jetzt einmal immer das Schlimmere annehmen und die Beschwichtiger, die wollen jetzt immer natürlich das Allerharmloseste nach außen schicken, auch mit einem gewissen Grund. Das muss man ja auch sehen, nicht? Weil nichts ist schlimmer als Panik und eine Aufregung von Menschen, die sozusagen wo man keine Hilfsmaßnahmen hat. Nicht? Wenn ich also jetzt Leute aufreg, eigentlich müsste ich sie evakuieren, aber das geht eh nicht, ja, dann ist gescheiter, man sagt ihnen, sie müssen nicht evakuiert werden. Weil nichts ist schlimm, weil es wäre schrecklich, wenn man sagt, ja, also ihr kriegt in kurzer Zeit gefährliche Dosen, müsst jetzt evakuiert werden, aber wir wissen nicht, wie wir das machen sollen. Daher versteckt sich irgendwo. Ja gut, aber das würde ja heißen, dass wenn also so ein Vorfall passiert, gilt das auch für Europa. Wenn also die Dosis tödlich ist, dann würde man das der Bevölkerung nicht sagen. Naja, so ist es nicht. Aber es gibt, ich kann mich erinnern, ich war schon vor Jahrzehnten bei Veranstaltungen der Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs, also die Gruppe, die auch den Friedensnobelpreis bekommen hat, IPPNW, International Physicians for Prevention of Nuclear War. Und da hat das Motto gelautet, im Ernstfall hilflos. Die Botschaft der Ärzte war, bitte vertraut nicht darauf, dass wir, die Ärzte, in so einer Situation wirklich wirksam helfen können. Im Ernstfall sind wir hilflos. Und das ist ja eben auch was uns nach Tschernobyl eben aufgeregt hat, in Österreich und anderswo auch, aber in Österreich haben wir damals in verschiedenen Gegenden Diskussionsveranstaltungen gemacht über die Frage, was geschieht, Atomalarm, was tun. Das war das Thema, das wir in verschiedenen Gemeinden, Städten abgearbeitet haben. Und da hat sich dann jedes Mal herausgestellt, also wenn es wirklich so weit kommt, dass zum Beispiel aus Temelin oder Bohnitze oder Mochovce eine radioaktive Wolke nach Österreich grenzüberschreitend reinkommt, das, was da jetzt vorgesehen ist, das ist zwar notwendig, aber überhaupt nicht hinreichend.
Und es stellt sich dann heraus, dass es zahllose unbeantwortete und auch schwer zu beantwortende Fragen gibt. Und wenn man da jetzt fragt, ja, wie schaut's in der Schule aus? Wie ist es mit den Kindern jetzt, wenn es so einen Atomalarm gibt? Na, dann wird sich herausstellen, ja, also abgeholt können die Kinder nicht werden, weil es ist damit zu rechnen, dass ein Verkehrschaos stattfindet. Ne? Und die Kinder müssen in der Schule bleiben. Aha, ja, und wie lang? Ja, das wissen wir eigentlich nicht. Wo, wie werden sie untergebracht, wie werden sie verpflegt? Ja, wissen wir auch nicht. Also auf ein paar Stunden schaffen wir das schon, aber wenn da jetzt die Gegend verseucht ist, boah, dann schaut es grimmig aus. Und genau das haben wir auch immer verlangt, dass man in Tschechien macht, dass man nicht sagt, nach dem Motto, wir werden keinen Geigerzähler brauchen, sondern sagt, ja, was passiert im Ernstfall? Wie schauen die Alarmpläne aus? Und wie funktionieren sie? Die muss man ja üben. Feueralarm in der Schule wird geübt, ja, Kinder werden versammelt, gehen auf den Schulhof oder in den Schulgarten und so weiter und können dann vielleicht zuschauen, wenn die Feuerwehr kommt und können sich daran freuen, dass die Schule brennt. Also wenn man es jetzt sarkastisch sagt, aber im Falle eines Atomalarms schaut die Sache viel komplizierter aus und diese Alarmsituationen werden nicht geübt. Warum nicht? Ja, weil dann würden die Leute auf einmal sagen, ja, um Gottes Willen, sowas, so eine Anlage haben wir da stehen. Im Ernstfall sind wir hilflos. Das heißt eigentlich, die Zustimmung zur Atomenergie beruht eigentlich zu 100% auf Unwissenheit. Ja, und auf Fehlinformation. Und auf gezielter Fehlinformation, dass man den Leuten erklärt, das ist alles sicher und die Leute, die euch warnen, das sind Spinner, das sind Hysteriker und die machen das Geschäft mit der Angst und so weiter. Ich habe das ja erlebt seit Jahrzehnten, dass man uns ständig praktisch lächerlich gemacht hat und als unglaubwürdige Pessimisten und Fortschrittsfeinde hingestellt hat. In Fukushima ist also jetzt doch eine sehr große Menge an Radioaktivität ausgetreten. Jetzt noch einmal zurück zu diesem traurigen Anlassfall für unser heutiges Gespräch. Jetzt noch einmal, wenn man vergleicht die Mengen an radioaktivem Material, die ausgetreten sind, beziehungsweise vielleicht wahrscheinlich noch austreten werden, im direkten Vergleich mit Tschernobyl. Sie haben schon erwähnt, dass also die Verteilung offenbar eine andere sein wird, weil die Verstrahlung. Ja, in Tschernobyl hat es praktisch entgegen der ersten Annahmen einen großen Teil des Reaktorkerns gleich explosionsartig herausbefördert. Und da sind die Stücke Kernbrennstoff und Fragmente der Brennelemente sind auf dem Dach herumgelegen und rund um den Reaktor herum. In Fukushima ist es eben eine Situation, die so ähnlich wie in Three Mile Island ist, aber sich schlimmer entwickelt hat. Also da ist praktisch die Kühlung ausgefallen, die Brennelemente erhitzen sich durch die Nachzerfallswärme weiter, nämlich auch wenn die Kettenreaktion die Kernspaltung in Gang hält und die Energie, die Hauptenergie liefert, wenn die abgestellt ist, wenn also die Brennstäbe eingefahren sind und der Neutronenfluss zum Stillstand kommt, dann ist die Radioaktivität der Spaltprodukte noch so stark und liefert ungefähr 6-7% der Maximalleistung des Reaktors im ersten Moment. Das klingt dann relativ rasch ab, aber nicht so gar so schnell. Ne? Also jetzt ist sicher schon sehr, sehr viel weniger Wärmeerzeugung, aber am Anfang, in den ersten Tagen und vielleicht jetzt auch noch, so genau kann ich das leider nicht sagen, ist die Wärmeerzeugung so stark, dass ohne Kühlung die Brennelemente zu schmelzen beginnen. Und in diesem Fall, also es hat sicher gleich in Fukushima zu Beginn partiell Kernschmelze gegeben, so wie auch in Three Mile Island. Und da ist ja auch schon die erste Explosion wahrscheinlich einer Knallgasmischung, also Wasserstoff, der erzeugt worden ist
im Reaktor drin durch diese geschmolzenen Teile, hat sie ja dann durch diese Explosion auch die Halle zerlegt. Aber da vermutet, aber das ist eben nicht eine Explosion des Dampfkessels gewesen, sondern man hat dieses Gas rauslassen und in der Halle dürfte es explodiert sein. Und da war eben immer und ist immer noch die Frage, welche Strukturen des Reaktors sind jetzt beschädigt und undicht. Nicht? Theoretisch kann man ja sagen, könnte sein, dass da innen jetzt die Sache da vor sich hinschmilzt und man bringt wenig Wasser durch die Pumpen hinein. Und so war es ja auch. Und den Reaktorkessel kühlt man außen, innen brodelt es und schmilzt es. Und außen wird er gekühlt, da spritzt man Wasser drauf, Meerwasser und anderes. Und er schmilzt nicht durch, dieser Kessel. Nicht? Gott sei Dank, weil dann wäre die ganze Schmelze heraus, würde verpuffen und dann wäre die Höhle los, weil dann wäre eben der größte Teil des spaltbaren Materials, also der Spaltprodukte, der radioaktiven Mischungen, wäre dann eben sozusagen frei und würde ungehindert ausgasen. So schlimm ist es bisher sicher noch nicht gewesen, aber es sind irgendwelche, die Anlage ist sicher nicht mehr dicht, also Schmelze, die da drinnen in dem Reaktordruckgefäß vorhanden ist, die setzt natürlich jetzt allerhand Spaltprodukte frei. Zunächst einmal die flüchtigen, da ist das Jod das erste, das Radiojod 131 mit 8 Tagen Halbwertszeit, aber auch ein anderes, das nur in kleinen Mengen vorhanden ist, das Jod 129, das hat 17 Millionen Jahre Halbwertszeit. Also das ist sicher auch draußen, von dem redet niemand. Aber das ist wenig und macht geringe Dosen, verursacht es. Aber auch das Cäsium, das sehr gefährlich ist, weil es eben auch in die Nahrungskette eingeht, im Fleisch, in der Milch gelagert wird und dann eben auch in den Körper übergeht, wenn man in der Nahrungskette. Dieses Cäsium hat mit 30 Jahren Halbwertszeit natürlich eine andere Bedeutung als das Radiojod, weil das Cäsium, das wird noch lange unangenehm auffällt. Das besonders gefährliche und schlimme und beängstigende ist ja bei dem Reaktor, ich weiß jetzt nicht welcher Block das ist, ich glaube der 3er, wo man Mischoxid-Brennelemente hat, das heißt nicht nur Uran als spaltbares Material, sondern auch Plutonium. Und dieses Plutonium, das hat ganz verheerende Eigenschaften. Wenn das freigesetzt wird, kann das so in Form von rauchartigen Partikeln freigesetzt werden, also sogenannte Aerosole. Und da genügt 1 Millionstel Gramm inhaliert, um Lungenkrebs hervorzurufen. Die Halbwertszeit ist bekannt, 24.000 Jahre. Und wenn jetzt Plutonium in einer nennenswerten Weise in der Umgebung freigesetzt ist, dann ist das ganz grässlich, weil dann muss ich diese Gegend auf lange Zeit, also für menschliche Begriffe für immer, muss ich die sperren. Und jetzt kann man sich vorstellen, was da passiert. Bisher hat man Glück gehabt, dass immer dann, wenn die stärksten Emissionen waren, dass der Wind aufs Meer hinausgegangen ist, aber wenn das in ein bevölkerungsreiches Gebiet geht und dann regnet es womöglich.